Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um ein Thema, das uns alle irgendwann beschäftigt und wir uns leider mehr oder weniger damit auseinandersetzen müssen. Und zwar geht es um Schule. Ich weiß, Schule ist nicht das Thema, über das wir alle immer gerne sprechen wollen, vor allem nicht in der Freizeit, wenn man eigentlich YouTube-Videos gucken möchte. Aber ich wollte euch mal heute meine Tipps und Tricks verraten, mit denen ich mein Abitur überlebt habe und ich meine wirklich überlebt. Das gilt natürlich für alle möglichen Abschlüsse, die ihr macht. Nur damit ihr Bescheid wisst, kurzer Disclaimer, das Video ist für alle möglichen Menschen, die einfach mal irgendwie eine Idee brauchen, wie sie es angehen sollen. Das ist nur meine Art, wie ich mein Abitur geschrieben habe. Bei mir hat es so super funktioniert, heißt nicht, dass es für euch funktionieren muss oder dass ihr dem nachgehen sollt. Also es ist einfach nur eine Idee, ein Anstoß, dass ihr wisst, ihr seid nicht verloren, es funktioniert, man kann das Abitur schaffen. Tipp Nummer 1, und das ist uns allen klar, aber es ist trotzdem wichtig, im Unterricht aufpassen und mitschreiben. Denn da geht es nämlich schon los, wenn der Lehrer irgendwas sagt, man nicht wirklich konzentriert ist, dann kommt man nach Hause und weiß überhaupt nicht, um was es ging. Vielleicht hat man einen Hefteintrag drinstehen, aber einfach nur, weil man es von der Tafel abgeschrieben hat. Das Wichtigste, auch die Sachen mitzuschreiben. Weil wenn man, manchmal vergisst man einfach Dinge, die im Zusammenhang vielleicht super klar waren, aber man sie sich nicht aufgeschrieben hat, weil man dachte sich so, ah ja, das kann ich mir schon merken. Ja, ich kann es mir nie merken. Wenn ihr dann nicht ein Heft habt, sondern einen Ordner oder sowas, auf jeden Fall immer die Sachen einordnen und dann in eurem Ordner abheften. Ich kann euch mal mein Beispiel zeigen, damit ihr wisst, wie ich das früher gemacht habe. Ich habe mir hier solche Klammern gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr es genau erkennen könnt, die ist auch schon ziemlich mitgenommen jetzt. Und so einen kleinen Einleger und habe auf den dann hier das Fach drauf geschrieben, in dem Fall ist es Bio, und habe die dann in so Ordner eingeordnet. Es gibt ja auch diese weichen, damit ihr nicht immer diese riesen Dinger mitschleppen müsst. Das ist total easy, weil die könnt ihr einfach immer rein und raus tun, egal welches Fach ihr habt. Und ihr habt vor allen Dingen keine Zettelwirtschaft, so wie wenn man einen Block hat, in dem man einfach nur alles reinschreibt. Dann als zweiten Tipp ist es unbedingt, in der Schule dran zu bleiben. Ich habe das meistens so gemacht, dass ich mir für den nächsten Tag, wenn ich meinen Schulranzen gepackt habe, mir einfach noch jeden einzelnen Schnellhefter angeguckt habe. Und nochmal geguckt habe, okay, über was haben wir letzte Stunde gesprochen, mussten wir irgendwas vorbereiten. Einfach nur, damit man in der nächsten Unterrichtsstunde mitsprechen kann und sich auf jeden Fall mündlich beteiligen kann. Denn Leute, ich sag euch, mündliche Beteiligung ist das A und O. Vor allen Dingen für so Leute wie mich, die super gerne reden, fällt es natürlich noch ein bisschen einfacher. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, Bescheid zu wissen, um was es geht, denn dann könnt ihr mitreden und dann könnt ihr auch Fragen stellen. So, dann kommen wir zur Themenauswahl. In Bayern ist es zumindest so, dass man verschiedene Halbjahre auswählen kann in dem Fach, in dem man sein Abitur macht. Das heißt, ihr müsst euch überlegen, okay, welches Halbjahr streiche ich, welches Halbjahr bringe ich ein. Da muss man so ein bisschen drum überlegen. Ich würde euch empfehlen, wirklich nachzugucken, A, in welchem Thema ihr wirklich immer gute Noten hattet und B, für welches Thema ihr wirklich Lust habt zu lernen, weil klar, man hat nicht auf alle Themen Lust und manches liegt einem vielleicht gar nicht und deswegen sollte man das vielleicht wegstreichen. Bei mir war es beispielsweise so, ich dachte, mir liegt Ethik total und ich bin super gut in Ethik, ich habe da Lehrabi gemacht und dann habe ich die Klausur rausbekommen und ich war so schlecht, dass ich mir dachte, so okay, das sollte ich vielleicht lieber nicht nehmen. Dann, und das ist wirklich ein super wichtiger Teil meiner Meinung nach, ist, dass ihr anfangt, euch Abi-Trainer zu kaufen, beziehungsweise euch einfach Übungen zu euren Themen raussucht. Wo das wirklich wichtig ist, ist in den schriftlichen Abituren, denn in beispielsweise bei mir waren es Deutsch, Mathe und Kunst. Hier können die Lehrer nicht die Fragen stellen. Das bedeutet, dass es eigentlich länderübergreifend schön wäre es. Das ist bundesländerübergreifend meistens. Oder einfach eure Lehrer haben wenig Einfluss darauf, welche Frage gestellt wird. Natürlich, sie können euch sagen, in welche Themenrichtung es gehen wird. Ihr könnt euch auf Fragestellungen vorbereiten, aber nicht auf die eigentliche Frage an sich. Deswegen würde ich euch unbedingt empfehlen, euch Abi-Trainer zu kaufen und auch wirklich aus diesen zu lernen und zu üben, gerade in den schriftlichen Fächern. Denn es kann sein, dass euer Lehrer ein Thema gar nicht drangenommen hat im Unterricht, was aber vielleicht in diesem Halbjahr trotzdem wichtig ist, was in eurem Abitur kommt. Deswegen zeige ich euch jetzt mal hier ein einfaches Beispiel. Ich habe immer diese ganzen von Stark gekauft. Ist der jetzt von Stark? Ja. Ich habe immer diese ganzen Abi-Trainer von Stark gekauft. Das sind jetzt die hier mit den Originalprüfungsaufgaben für Deutsch. Es gibt aber auch für Bio ganz viele, auch immer für die unterschiedlichen Themen. Und ja, ich muss einfach sagen, dass diese Teile super praktisch sind. Einfach, weil sie einem einen super Überblick verschaffen, wenn ihr sagt, okay, Hilfe, ich weiß gar nicht genau, was ich alles lernen muss, steht das da wirklich gut zusammengefasst drin. Wie gesagt, hier muss man auch wieder Prioritäten setzen, was man lernt, was man nicht lernt.
Im mündlichen Abitur ist es beispielsweise so, dass ihr sehr viel mit euren Lehrern darüber sprechen werdet, was denn drankommt, denn die Lehrer stellen euch ja schließlich die Fragen und da könnt ihr auch sehr viel aus euren eigenen Materialien beziehen. Dann ist natürlich wichtig, dass ihr die Themen, die ihr im Abi habt, irgendwie zusammenfasst. Ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich einfach nicht aus meinen Sachen, die ich bereits aufgeschrieben habe, lernen kann. Das ist natürlich dann eine Frage der Zeit, ob ihr euch das nochmal separat aufschreibt oder nicht. Aber mir war es zum Beispiel so, dass ich alles immer sehr gerne prägnant auf einer DIN A4-Seite haben will oder auf einer Karteikarte. Dann habe ich mir meine Unterlagen genommen und eben diese Abi-Trainer und habe das Ganze kombiniert und zusammengeschrieben. Das habe ich zum Beispiel für so enorm große Themen gemacht wie in Kunst, das beispielsweise 20. Jahrhundert. Und einfach die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Das heißt, ich hatte schon mal alles prägnant auf meinem Papier. Ich musste einfach nur das zur Hand nehmen und lernen. So, mein Plan sieht ungefähr so aus. Das ist jetzt der Plan für Kunst, weil ich da ja schriftliches Abitur gemacht habe. Und habe das einfach aufgeteilt in die A wichtigen drei Punkte, die immer dran kommen im Kunstabi. Und zwar Kunstgeschichte, man muss über Künstler Bescheid wissen und man braucht Analysen. Das könnte zum Beispiel in Mathe, habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben, was war das hier? Guck mal, Analysis, analytische Geometrie und Stochastik. Das sind einfach so wirklich große Oberbegriffe, die man einfach drauf haben muss. Die habe ich wiederum dann in kleinere Teile unterteilt, zum Beispiel in Kunst, die Kunstgeschichte, in das 19. Jahrhundert und das 20. Jahrhundert und habe mir dann wirklich realistisch überlegt, habe mir meine Blätter, die ich, wo ich vorher schon zusammengefasst habe, in die Hand genommen und mir gedacht, Emily, wie lange brauchst du, um das wirklich zu lernen? Und das sind bei mir jetzt in dem Fall 2 Stunden gewesen für das 19. Jahrhundert. Und beim 20. Jahrhundert war es 1 Stunde Zusammenfassung, weil ich das noch nicht zusammengefasst hatte, und 1 Stunde Lernen. So, wenn ihr euren Plan habt, dann schreibt euch ganz wichtig unten hin, wie viele Stunden das gesamt sind. Und schreibt euch vor allen Dingen, macht euch einen Plan, in dem ihr genau eintragt, an welchem Tag ihr was lernt. So, mein nächster Tipp ist auf jeden Fall, konzentriert euch. Wenn ihr dann in dieser Situation seid, dass ihr sagt, hey, ich muss mich jetzt hinsetzen und lernen, ist echt wichtig, das ist eure Priorität, Leute. Tut euer Handy weg, legt es irgendwo raus, schafft euch eine Atmosphäre, wo ihr euch wirklich gut konzentrieren könnt, sei es in der Stabi, sei es zu Hause in eurem Zimmer, egal wo. Konzentrieren kann man sich natürlich nicht eine Ewigkeit, das heißt wirklich, setzt euch Pausen, ganz wichtig, Pausen und Belohnungen. Sagt nicht, oh nee, in 3 Wochen schreibe ich Mathe-Abi, ich gehe jetzt überhaupt nicht mehr feiern und ich treffe mich nicht mehr mit meinen Freunden und ich gucke nur auf mein Zeug. Macht es nicht, sagt euch, okay, ich lerne heute konzentriert die, weiß ich nicht, 4 Stunden Stochastik, weil ich das schon die ganze Zeit machen wollte. Mach dazwischen eine halbe Stunde Pause und danach treffe ich mich noch mit meinem Freund, um den Kopf frei zu kriegen. Weil Leute, ich sag's euch und es ist so, wenn ihr den ganzen Tag nur zu Hause seid und lernt, ihr dreht durch. Schafft euch auch Zeit für die Dinge, die euch noch Spaß machen. Also sagen wir mal, okay, ich gehe um 5 jedes Mal, jeden Montag ins Yoga. Dann geht doch einfach ins Yoga, es wird euch gut tun. Oder ich gehe ins Fitnessstudio. Oder ich gehe mit meinem Hund spazieren. Macht einfach euch solche Pausen. Wenn ihr wirklich euer Lernen noch verbessern wollt, erzählt einfach das Leuten. Ihr müsst es denen einfach so geben und sagen, okay, weißt du was, das habe ich mit meiner Schwester gemacht. Setz dich dahin 5 Minuten, ich erzähle jetzt den Expressionismus. Und ob es meine Schwester interessiert hat oder nicht, war mir dann in dem Moment egal. Aber sie hat drauf geguckt und hat es kontrolliert und hat dann gesagt, hey, das hast du vergessen, das hast du vergessen. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, dass ihr das Leuten erzählt. Übt und übt und übt, dass ihr auch einfach in diesen Redefluss kommt und keine Angst habt, vor anderen Leuten zu reden. Es haben so viele Leute es vor euch geschafft und ihr werdet es auch schaffen, weil das ist einfach nur eine Prüfung. Es ist wie eigentlich jede andere Klausur, nur dass es länger dauert. Das coolste Gefühl, was ich hatte, ist, hey, ich habe alles gemacht, ich gehe jetzt einfach in die Prüfung, ich kann nicht mehr machen. Das war wirklich so das Maximum. Ich bin durchgeplant, ich habe mein Zeug gelernt, ich gehe jetzt einfach rein, mache das Beste draus und ja, das war's dann auch. Ich hoffe, das Video wird euch weiterhelfen und hat euch irgendwie gefallen. Ich weiß, das ist sehr viel Planung und sehr viel Organisation. Ihr müsst das natürlich nicht alles befolgen, aber das war jetzt einfach mal so das, was mir am allermeisten geholfen hat. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und viel Erfolg bei den Abi-Prüfungen oder bei den ganz normalen Prüfungen, welche auch immer ihr habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!